zum ersten Mal ein Viola Talk von der Baustelle in der Generali Arena. Wer in den letzten Tagen die Baucam eifrig verfolgt hat, hat gesehen, Nordtribüne und Westtribüne sind de facto weg. Wie ist denn der aktuelle Stand hier? Ja, stimmt, geht unglaublich schnell. Man merkt, es ist sehr schnell abgebaut. Aber es sind natürlich Abbrucharbeiten, die jetzt noch viele Abtransporte sozusagen erfordern. Und sind ja auch einige Grabarbeiten einmal an der Oberfläche zu tun. Also da ist schon noch einiges zu tun. Aber ich bin sehr froh, wie wir es gesagt haben, dass wir jetzt im Zeitplan sind und dass die Baustelle auch wetterbedingt sehr, sehr schnell fortschreitet. Das wäre jetzt nochmal eine Frage gewesen. Zeitplan, ist alles in Ordnung und alles im Plan? Ja, sehr gut. Wir haben jetzt eigentlich optimales Wetter, seitdem hier die Bagger rollen, und daher sind wir voll im Zeitplan. Ja, die Kampfmannschaft hat jetzt schon ihre ersten Spiele im Habelstadion absolviert. Wie sind da die Erfahrungen organisatorisch? Also ich denke, grundsätzlich organisatorisch spielt sich jetzt alles ein, wie wir es eigentlich erwartet haben. Einerseits sehr gut mit dem Trainingsbetrieb in Steinbrunn. Das läuft jetzt seit einigen Wochen und da gibt es eigentlich sehr positives Feedback. Und mittlerweile jetzt auch im Happelstadion ist es ganz klar, dass man am Anfang das eine oder andere Detail noch lösen muss, da doch einige Regelungen neu sind. Aber ich denke, dass wir mit dem Derby auch da einen Status hergestellt haben, der in Ordnung ist. Es wird immer wieder Kleinigkeiten geben, aber grundsätzlich läuft es gut. Du hast schon angesprochen, Kampfmannschaft trainiert in Steinbrunn. Wo trainiert eigentlich der Nachwuchs, die Amateure? Also die Amateure sind wir stehen hier vor dem Office Nord, wo sie früher ihre Kabinen hatten, einmal temporär bis zur Winterpause in die Südtribüne übersiedelt, in einen Teilbereich, wo früher die Kampfmannschaft war, und trainiert hier noch im Areal rund um die Generali Arena auf den Trainingsplätzen 2, 5 und 6 im Normalfall. Die Akademie ist grundsätzlich nicht betroffen, die bleibt ja unverändert. Und beim Nachwuchs wird es so sein, dass die jetzt hier im August wieder das Training aufnehmen, im August noch hier im Areal rund um die Generali Arena trainieren werden und dann auf eine neue Sportanlage. Der Sportplatz Mautner im 11. Bezirk in der Heidestraße wird hier als Ausweichquartier funktionieren. Der wurde jetzt von der Stadt Wien in den letzten Jahren komplett renoviert, ist neu aufgebaut. Und es ist uns dort Gott sei Dank gelungen, in einer sehr guten Kooperation mit dem Wiener Fußballverband eine Heimat für unsere Jungen sozusagen bis zur Akademie einmal für die nächsten Jahre zu finden. Was in den nächsten Wochen, glaube ich, auch ansteht, ist die Übersiedlung von eurem Bürogebäude. Hier, wo wir stehen, Office Nord, das wird abgerissen. Genau, das ist jetzt einer der nächsten Schritte. In der Südtribüne wird ja schon seit geraumer Zeit die ein oder andere Adaptionsarbeit vorgenommen. Es ist quasi so, dass der Bürobetrieb back to the roots geht. Wer sich noch erinnern kann, wir hatten ja ursprünglich das Büro seit 1999 in der Südtribüne, sind dann ins Office Nord übersiedelt vor einigen Jahren, gehen jetzt temporär in die Südtribüne zurück mit der Administration, die ja dann auch in der neuen Nordtribüne ab 2018 ihre Heimat finden wird. Viel gefragt natürlich auch die Frage, wo kann der Austria-Fan Fanartikel kaufen? Es wird immer auch den, auch während der Bauarbeiten wird der Get Your Lead Megastore hier in der Generali Arena geöffnet sein. Welche Möglichkeiten haben die Fans noch? Das ist natürlich ein Thema, das wir uns sehr, sehr lange und sehr genau angesehen haben. Vollkommen richtig. Es ist jetzt einmal so, dass wir einerseits ja den Get Violett Megastore hier im Stadion jetzt einmal geöffnet haben. Das Zweite ist, dass wir in den letzten Jahren den Online-Shop sehr stark neu aufgebaut haben. Diese Möglichkeit besteht natürlich auch rund um die Uhr. Wir haben jetzt auch beim Happelstadion begonnen mit einem mobilen Fanmobil. Wir werden mit Anfang August zwei neue Fanmobils sozusagen dazu bekommen. Und es wird ja dann ab Oktober auch den neuen Viola Point im Donauzentrum geben, wo wir einiges anbieten werden. Aber da arbeiten wir hochintensiv daran, sodass es für den Austria-Fan gut und einfach möglich sein wird, Fanartikel, aber natürlich auch Tickets etc. zu bekommen. Abschließend noch, was sind jetzt insgesamt im Star-Projekt die nächsten Schritte, die wichtigsten Meilensteine? Ja, also wie wir es hier live miterleben hinter uns, das Stadion natürlich als die Hauptsäule ist voll im Laufen. Was wir auch abgeschlossen haben, vertragstechnisch, ist das T sozusagen, die Adaption der Trainingsplätze, die wird im Zuge der Bauarbeiten dann auch bis Sommer 2018 hier mit den Trainingsplätzen 3 und 4, wo wir einen neuen Kunstrasen, einen neuen Rasen, und worauf wir sehr stolz sind, mit unserem Sponsor Haarreiter, beide werden mit Rasenheizung ausgestattet werden. Das heißt, wir haben dann auch hochmoderne Trainingsmöglichkeiten.
Möglichkeiten, nicht nur am Spielfeld, sondern auch im Trainingsbetrieb für die Kampfmannschaft. Also diese Säulen sind eingeschlagen und auf der anderen Seite laufen eben die Verhandlungen mit der Stadt Wien, weil ja das Stadtentwicklungsprojekt Viola Park voranschreitet und wir hier die Trainingsplätze rund um die Generali Arena verlieren werden. Und wir sind auf der Suche und in Gesprächen, es gibt auch schon einige Optionen, wo das neue regionale Nachwuchszentrum geschaffen werden kann, wie etwaig die Akademie erweitert wird. Aber das ist noch der Verhandlungsstatus und wird uns dann nämlich auch in den nächsten Jahren beschäftigen. Klares Ziel und Zeitplan bleibt, Stadien und Trainingsplätze bis Sommer 2018 fertigzustellen. Die anderen Projekte gehe ich davon aus, dass wir bis 2020 erledigt haben werden.